Ja, heute am Vatertag, oder auch Christi Himmelfahrt genannt, fahre ich zusammen mit meiner Frau ins Donautal. Die Sonne scheint, ein wunderbarer Tag. Alles weitere im nachfolgenden Video. Und heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag die Fahrt über die Schwäbische Alb. Die Sonne lacht, du siehst es, alles grün, ein tolles Wetter und auch sehr viele Motorradfahrer unterwegs. Drei Häuser und zwei Mischthäuser. Und während der Fahrt sind wir in Beuron vorbeigekommen. Dann haben wir hier diese wunderschöne Kirche gesehen, das Kloster. Dann dachten wir, hier halten wir mal an und schauen uns das etwas genauer an. Und auch zur Klosterbuchhandlung. Und hier geht's hoch zur Klosterbuchhandlung. Hi. Bitte keine Fahrräder mitführen. Hier der Vorplatz des Klosters, ein tolles Gebäude mit einem wunderschönen Gemälde auf dem Dachgiebel. Und meine Frau fleißig am Fotografieren im Kloster. Es sieht wunderbar aus. Hier ein Beichtstuhl und wirklich schöne Deckenmalereien, alles vergoldet. Wirklich eine sehr, sehr schöne Kirche. Ein sehr, sehr tolles Kloster. Hier noch ein weiteres Kirchenschiff mit Altar und Bänken. Auch sehr schön gestaltet. Sieht wirklich wunderbar aus. Und da oben siehst du noch eine wunderschöne große Orgel, die aber noch relativ neu aus dem Jahre 1984 ist. Und dann geht's auch schon wieder hinaus, zusammen mit meiner Frau die Treppen hinunter auf den Vorplatz vor die Kirche. Und dann noch ein kleiner Abstecher in die Klosterbuchhandlung. Du siehst es, jede Menge Bücher und Zeitschriften zu kirchlichen und christlichen Dingen. Das ist direkt neben der Kirche, vom Hügel hinunter, durch die Bäume hindurch, ein toller Ausblick nach unten. Nochmal ein kurzer Blick zurück und dann geht's auch schon weiter. Und hier direkt neben der Kirche, neben der Klosteranlage, die Felsen, die Bäume, wirklich sehr schön gelegen, mitten im Donautal. Und dann auch gleich wieder ab ins Auto, immer der Straße entlang, durchs Donautal. Eine wirklich tolle Landschaft, tolle Berge, links und rechts, alles grün, eine wirklich malerisch schöne Landschaft. Wo sind wir? Wo sind wir? Guten Morgen. Inmitten der Schwäbischen Alb. Krenn-Heinstetten. Dann am Felsen habe ich noch weit entfernt einen Bergsteiger gesehen und wenn ich das dann so langsam herauszoome, sieht man erst, dass es doch einige Meter, Kilometer von uns entfernt war. Also schon recht weit weg von da, wo wir standen. Ein sehr schönes Stückchen Erde und vor allem bei diesem tollen Wetter macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß, die Natur hier zu genießen. Und eine Brücke über die Donau. Da ist die Donau noch nicht wirklich richtig groß, denn die entspringt erst hier ein paar Kilometer weit weg. Die fließt irgendwann mal ins Schwarze Meer. Ja. Und auf dem Vatertagsausflug
die Jungs und Mädels auf dem Traktor mit Anhänger. Hier meine Frau mit dem Löwenzahn, mit der Pusteblume. Dann ging die Fahrt weiter Richtung Sigmaringen. Selbstverständlich aufgrund des schönen Wetters auch jede Menge Fahrradfahrer unterwegs. Dann noch ein kleiner Zwischenstopp in Sigmaringen. Dort haben wir uns ein Eis und noch etwas zu trinken gegönnt. Nun ist es schon abends, 18.10 Uhr. Und wir fahren wieder zurück von Sigmaringen über Albstadt nach Balingen. Ja, und jetzt sind wir wieder zu Hause. Meine Frau noch am Garten, am Blumengießen und Gemüsegießen. Ich hoffe, das Video hat dir soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben riesig freuen. Und abonniere doch meinen Kanal, wenn noch nicht geschehen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.